Eines Tages nahm Miffis Mutter ein großes Blech voller frisch gebackener Kekse aus dem Ofen. Oh, die riechen so lecker, sagte Miffi. Und du hast so viele gebacken, Mutter. Kann ich Boris und Barbara auch welche bringen? Sie essen so gerne Kekse. Aber natürlich, Miffi, sagte die Mutter. Ich packe dir die Kekse in eine Tüte und du kannst sie mit deinem Roller zu Boris und Barbara bringen. Miffi legte die Tüte in den Korb an ihrem Roller und fuhr in den Wald, wo Boris und Barbara wohnten. Da hörte sie ein Bellen. Schnuffi kam ihr nachgelaufen. Guten Morgen, Schnuffi, sagte Miffi. Möchtest du mitkommen und Boris und Barbara Bär besuchen? Die beiden gingen zusammen weiter in den Wald hinein. Der Weg war sehr holprig, aber das machte Schnuffi nichts aus. Sie lief fröhlich umher und war Miffi immer ein Stück voraus. Miffi war sehr vorsichtig, aber als sie über einen großen Stein fuhr, merkte sie nicht, dass dabei die Tüte mit den Keksen aus dem Korb gefallen war. Als Miffi bei Boris und Barbara ankam, war Schnuffi schon da. Miffi wollte Barbara die Kekse geben, aber sie waren nicht mehr da. Ich wollte euch eine Tüte von Mutters frisch gebackenen Keksen bringen, sagte sie zu Barbara, aber ich habe sie auf dem Weg durch den Wald verloren. Sei nicht traurig, sagte Barbara. Ich habe auch Kekse gebacken. Die können wir zusammen essen. Und das taten sie auch. Bald wurde es Zeit für Miffi, nach Hause zu gehen. Sie suchte Schnuffi, aber sie konnte den kleinen Hund nicht finden. Ich kann nicht ohne Schnuffi nach Hause gehen, sagte Miffi. Vielleicht hat sie sich verlaufen. Mach dir keine Sorgen um Schnuffi, sagte Boris. Hunde finden immer nach Hause. Miffi nahm ihren Roller und machte sich auf den Heimweg. Aber wo konnte Schnuffi nur sein? Schnuffi, Schnuffi, rief sie. Wo bist du? Sie fuhr weiter und rief immer wieder: Schnuffi, Schnuffi, wo bist du? Jetzt machte Miffi sich doch Sorgen. Schnuffi? 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 Plötzlich sah Miffi die Tüte, die sie auf dem Weg zu Boris und Barbara verloren hatte. Oh, sagte sie, jetzt habe ich wenigstens die Kekse wiedergefunden. Aber die Tüte war leer. Es war nicht ein einziger Keks darin. Da hörte sie ein kleines Geräusch. Sie guckte nach, was das gewesen sein könnte. Und da war Schnuffi. Sie schlief tief und fest und um sie herum lagen ein paar Krümel auf dem Boden. Da bist du ja, Schnuffi, sagte Miffi. Ich sehe, du hattest ein kleines Festmahl auf deinem Weg nach Hause. An einem hellen, sonnigen Tag sagte Miffis Lehrerin zu ihren Schülern: Morgen sollt ihr etwas über die vier Jahreszeiten lernen. Den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Miffi und Melanie fuhren mit ihren Rollern von der Schule nach Hause. Sie freuten sich über das schöne Wetter. Aber plötzlich zogen dunkle Wolken auf und es fing an zu regnen. Sie stellten sich unter einen Baum, um nicht nass zu werden. Doch der Regen hörte bald wieder auf und sie konnten weiterfahren.
Aber dann wurde es auf einmal sehr windig. Es war schwer, bei so starkem Wind mit dem Roller zu fahren. Miffy sagte, der Wind ist so kalt. Wir sind nicht warm genug angezogen, Melanie. Wir müssen versuchen, schnell nach Hause zu kommen. Als sie bei Miffys Haus ankamen, fing es wieder an zu regnen. Es war jetzt so kalt, dass der Regen zu Schnee wurde. Die Mädchen waren froh, im Haus zu sein, wo es warm und trocken war. Sie waren erstaunt, wie schnell sich das Wetter ändern konnte. Am nächsten Tag sagte die Lehrerin zu den Kindern, ein Jahr ist in vier Jahreszeiten aufgeteilt. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Dies ist ein Bild vom Frühling, sagte sie. Was wisst ihr über den Frühling? Aggie meldete sich. Ich glaube, es ist Frühling, wenn die Blumen blühen, sagte sie. Und Winnie sagte, ja, das kommt daher, dass die Sonne länger scheint. Alles wächst im Frühling. Das ist richtig, sagte die Lehrerin. Und der Sommer? Jetzt meldete sich Melanie. Ich finde den Sommer toll, weil es dann so schön warm ist und ich zum Schwimmen gehen kann. Melanie spielte gerne am Strand. Ja, sagte die Lehrerin. Der Sommer ist die wärmste Jahreszeit. Und nach dem Sommer kommt der Herbst. Was geschieht im Herbst? Wisst ihr das? Miffy sagte, im Herbst wird es sehr stürmisch und es wird kälter. Die Blätter fallen von den Bäumen und man merkt, dass es bald Winter wird. Sehr gut, sagte die Lehrerin. Und was weißt du über den Winter? Miffy antwortete, wir müssen uns warm anziehen, weil es im Winter sehr kalt ist und auch oft schneit. Ihr seid kluge kleine Häschen, sagte die Lehrerin. Nach der Schule sagte Miffy zu Melanie, ich möchte gerne wissen, was jetzt für eine Jahreszeit ist. Melanie lachte. Ich glaube, wir haben alle Jahreszeiten auf einmal. Gestern schien die Sonne, dann regnete es und dann hat es auch noch geschneit. Ja, sagte Miffy. Wir hatten alle Jahreszeiten an einem einzigen Tag. Da mussten sie beide lachen. Du hast so viele schöne Werkzeuge, Großvater, sagte Miffy. In der Werkstatt von Miffys Großvater gab es Hämmer und Sägen und viele andere Werkzeuge. Kannst du mir zeigen, wie man mit den Werkzeugen etwas bauen kann? Fragte Miffy. Die Großmutter war erstaunt. Ich dachte, ich könnte dir heute beibringen, wie man einen Kuchen backt, sagte sie. Bei den Großeltern gab es immer so viele Dinge, die sie tun konnte, dass Miffy nicht wusste, womit sie anfangen sollte. Viele kleine Mädchen möchten gerne lernen, wie man näht oder kocht, sagte der Großvater. Aber sie können auch lernen, was man mit Werkzeugen machen kann. Es ist eigentlich dasselbe, sagte die Großmutter. Ob du einen Kuchen backst oder ein Bücherregal baust, du musst immer verschiedene Dinge zusammenfügen. Ich weiß, was ich tue, sagte Miffy. Ich backe einen Kuchen und dann mache ich eine Schachtel aus Holz, in die ich den Kuchen hineinlegen kann. Das ist eine tolle Idee, sagte der Großvater. Zuerst backst du den Kuchen und dann wissen wir, wie groß die Schachtel für den Kuchen sein muss. Ich nehme den Kuchen in der Schachtel mit nach Hause, als Geschenk für meine Eltern, sagte Miffy. Miffy ging mit ihrer Großmutter in die Küche und stellte alles zusammen, was sie zum Kuchenbacken brauchen würden. Zuerst müssen wir die richtige Menge Mehl abwiegen
und sie durch ein Sieb in die Schüssel geben, sagte die Großmutter. Dann brauchen wir Eier, Milch, Zucker und Kakao. Auch in der richtigen Menge. Das rühren wir dann alles zusammen. Miffy nahm besondere Messbecher, damit sie wirklich von allen Zutaten die richtige Menge hatte. Es stand alles in Großmutters Kochbuch. Als sie alle Zutaten miteinander vermischt hatten, war der Teig fertig. Miffy füllte den Teig in eine runde Backform. Sie nahm Großmutters Lineal, um die Form auszumessen, und dann kam die Backform in den heißen Ofen. Jetzt war es Zeit, die Schachtel für den Kuchen zu basteln. Miffy sagte ihrem Großvater, wie groß der Kuchen sein würde. Der Großvater zeigte ihr, wie sie mit demselben Lineal das Holz für die Schachtel abmessen konnte. Sie zeichnete an, wie lang das Brett sein sollte. Dann schraubte sie es auf Großvaters Werkbank so fest, dass es nicht wackeln konnte, wenn Großvater es durchsägte. Das machte sie mit so vielen Brettern, wie sie brauchten. Miffy guckte dem Großvater gerne zu, wenn er mit der Säge arbeitete. Hin und her, bis das Holz ganz durchgesägt war. Jetzt hatten sie Bretter für den Boden der Schachtel, für den Deckel und für die vier Seiten. Miffy nahm einen Hammer und Nägel und der Großvater half ihr, alle Teile zusammenzunageln. Als die Schachtel gerade fertig war, kam ein köstlicher Duft aus der Küche. Der Kuchen ist fertig, rief Miffys Großmutter. Er war jetzt lange genug im Ofen. Es war ein herrlicher Kuchen und es roch wunderbar, als Großmutter ihn aus dem Ofen nahm. Guck mal, Miffy, sagte der Großvater. Er passt ganz genau hinein. Als Miffy mit dem Kuchen nach Hause kam, war sie sehr glücklich. Sie hatte gelernt, dass es egal war, ob man einen leckeren Kuchen backte oder eine schöne Holzschachtel bastelte. Man musste die richtigen Dinge im richtigen Maß zusammenfügen. Miffys Eltern waren sehr stolz auf ihr kleines Mädchen. Ich habe eine Überraschung, Mutter, sagte Miffy. Eine ganz tolle Überraschung. Möchtest du raten, wo meine Überraschung versteckt ist? Oh ja, ich glaube, sie ist in deinem Zimmer. Sie gingen zusammen in Miffys Zimmer. Ist deine Überraschung hier drin? Fragte die Mutter. Miffy lachte. Nein, 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 sagte sie. Na gut, sagte die Mutter. Vielleicht ist sie ja hier. Nein, 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 sagte Miffy. Meine Überraschung ist überhaupt nicht in meinem Zimmer. Dann ist sie vielleicht in der Küche, sagte Miffys Mutter. Komm, wir sehen mal nach. Miffys Mutter guckte in den Küchenschrank. Sie sah überall in der Küche nach. Miffy tanzte herum und lachte. Miffy sagte, nein, 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 sie ist nicht hier in der Küche. Dann lass uns mal in den Garten gucken, sagte die Mutter. Sie gingen hinaus. Miffys Mutter sah sich überall im Garten um. Ich kann hier draußen keine Überraschung finden, sagte sie. Meine Überraschung ist ja auch nicht hier draußen, sagte Miffy. Das Spiel machte Miffy großen Spaß. Da kam Schnuffi angelaufen. Sie bellte fröhlich, als sie Miffy sah. Nun, sagte Miffys Mutter, wo ist deine Überraschung? Sie ist nicht in deinem Zimmer, sie ist nicht in der Küche und sie ist nicht im Garten.
Wo kann sie denn noch sein? Miffy sagte, lass uns ins Haus gehen und ich zeige sie dir. Die Überraschung ist in meiner Schultasche, sagte sie. Aber ihre Schultasche war nicht da. Oh nein, sagte Miffy. In meiner Schultasche ist ein Bild, das ich für Vater gemalt habe. Ich wollte ihn überraschen und ihm das Bild unter sein Kopfkissen legen. Und jetzt ist es weg. Da fing Schnuffi an zu bellen. Schnuffi hatte Miffys Schultasche gefunden. Ach, Miffy, sagte die Mutter, du musst sie auf dem Heimweg verloren haben. Aber jetzt wollen wir uns das Bild einmal ansehen. Es ist ein ganz besonders schönes Bild, sagte die Mutter. Dein Vater wird sehr überrascht sein, wenn er es findet. Es macht Spaß, jemanden zu überraschen, sagte Miffy. Danke, Schnuffi, dass du mir geholfen hast. An einem sonnigen Nachmittag war Miffy mit ihrem Vater am Strand. Sie hatte im Meer gebadet. Miffy nahm ihr schönes blaues Badetuch und trocknete sich ab. Jetzt wollte sie sich in die Sonne setzen und in ihrem Buch lesen. In der heißen Sonne musst du vorsichtig sein, sagte der Vater. Wenn du lesen möchtest, solltest du dich in den Schatten legen. Miffy fand einen schattigen Platz neben einem bunt gestreiften Zelt. Sie hatte gerade ein paar Seiten in ihrem Buch gelesen. Da kamen die Leute, denen das Zelt gehörte, nahmen ihr Zelt und gingen weg. Oh je, dachte Miffy, jetzt muss ich mir einen anderen Platz im Schatten suchen. Ich weiß, was wir tun, sagte der Vater. Wir haben einen Sonnenschirm in unserem Auto. Den hole ich. Er steckte den Sonnenschirm fest in den Sand. Und jetzt konnte Miffy wieder im Schatten sitzen. Miffy las weiter in ihrem Buch. Nachdem sie ein paar Seiten gelesen hatte, klappte der Sonnenschirm plötzlich zu. Miffys Vater versuchte, den Schirm wieder aufzuspannen. Ich glaube, der Schirm ist kaputt, Miffy, sagte der Vater. Da zog eine große Wolke am Himmel auf und verdeckte die Sonne. Miffy lachte. Jetzt ist der ganze Strand im Schatten, sagte sie. Aber die Wolke zog weiter und Miffy stand wieder in der heißen Sonne. Jetzt hatte sie nur noch ihr schönes blaues Badetuch, mit dem sie sich bedecken konnte. Aber plötzlich wurde es sehr windig und ihr Tuch flog davon. Sagte Miffy erschrocken. Sie wusste nicht, was sie jetzt tun sollte. Langsam ging die Sonne unter.
Jetzt ist alles gut, Vater, sagte Miffy. Es wird bald dunkel werden. Ja, sagte ihr Vater. Die heiße Sonne geht jetzt unter. Aber das heißt auch, es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Miffy war traurig, dass der Tag zu Ende war. Aber sie musste auch darüber lachen, wie schwierig es war, sich am Strand vor der Sonne zu verstecken. Miffy und ihr Vater stiegen ins Auto, um nach Hause zu fahren. Und bald war Miffy tief und fest eingeschlafen und träumte von der leuchtend gelben Sonne. Miffy, 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 komm, deine Freunde warten schon. Schnuffi, Grunty, Boris Bär, Papi, Pär.